Hier ist meine Vision. Ich sehe ein Festival, das niemals endet. Bei dem man sein kann, was auch immer man will. Das ist nicht mehr der Urlaub deiner Träume. Das ist das Leben deiner Träume. Das ist das Horizon, das ich sehe. Ich zeige es dir. Willkommen im Herbst zu einem neuen Anfang für das Festival, das niemals endet. Bleibt dran, denn Horizon bleibt euch erhalten. Ja, und da fange ich auch schon direkt an zu steuern und somit hey ho und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play. Ich sag mal kleinen Let's Play, weil ich werde das nicht hier komplett wahrscheinlich spielen vor laufender Kamera. Ich werde es immer mal so zwischendurch ein bisschen anzocken. Und ich werde es auch nicht jeden Tag hochladen. Ah, labern und fahren ist nicht so meine Stärke. Ja, zu Forza Horizon 4. Ich muss dazu sagen, ich spiele solche Spiele ziemlich gern. Allerdings bin ich nicht wirklich gut im Autofahren. Aber es macht mir halt einen heilen Spaß. Oh, meine Schafe über den Haufen gesegelt. Das ist mir aber auch wurscht. Was ihr hier sehen werdet, ist kein Pro-Gameplay, sondern eher, Alter, wo fährt er denn jetzt schon wieder rum? Sowas in der Art. Ja. Und genießt einfach die Autofahrt, genießt die Landschaft und so wie ich auch. Was wir hier allerdings definitiv tun werden und ich werde hier Autos lackieren und folieren und tunen und machen und tun, weil das macht mir auch einen Heidenspaß und das habe ich schon in Forza Horizon 3 gemacht und das wird auch hier nicht anders werden und da könnt ihr mir gerne über die Schulter schauen und ihr seid dazu auch herzlich eingeladen, meine Lackierung dann auch für eure Autos, wenn ihr wollt, runterzuladen. Ihr seht es dann. Ich werde mal gucken, ob ich, wenn wir dann in so einem Headquarter sind, ob ich meine alten Lackierungen auch hier mit rübernehmen kann. Das wäre sehr praktisch. Allerdings laufen die auf meinen anderen Account. Das heißt, es dürfte eigentlich kein Problem sein, die hier dann einfach reinzuholen, weil es war im Dreier schon vom Zweier möglich und ich denke, das wird hier nicht anders sein. Ich spiele das Spiel einfach, um ein bisschen, ja, runterzukommen, ein bisschen Spaß zu haben und Hilfe! Alter, was eine Kiste, ey. Fahr doch gleich mit Panzer. Position 6 von 12, super. Ja, wie gesagt, das wird hier definitiv kein Pro-Gameplay. Einfach nur ein bisschen Spaß haben, ein bisschen die Gegend erkunden. Wir fahren ja hier in Großbritannien, beziehungsweise ich glaube in komplett England, kann das sein? Irgendwie so. Und da wird es die eine oder andere schöne Landschaft, schöne Strecke geben. Und ich bin einfach mal gespannt, dass hier im Moment ist ja noch so ein bisschen das, ja, ich sag mal, Tutorial, einfach so um das Spiel und die Fahrweisen von verschiedenen Autos kennenzulernen. Das war auch gleichzeitig die Demo, die ich auch schon gespielt habe. Okay, Leute, deswegen habe ich hier schon so ein bisschen Erfahrung mit den Autos hier. Was man natürlich nicht merkt, weil ich trotzdem fahre wie der letzte Henker. Aber das sei mal dahingestellt. Ja. Ich bin schwer gespannt auf die Missionen, die da kommen. Da wird es bestimmt wieder einige geben. Habt ihr gerade Geld verloren? Was? Sorry, wenn ich immer mal so abgehackt rede, aber das kostet mich ganz schön viel Konzentration hier, der Spaß.
obwohl es hier eigentlich noch um gar nichts geht. Für alle, die Forza nicht kennen, es ist ein Open World Arcade Racer. Also nichts hier mit Realismus, beziehungsweise klar, es sieht schon alles sehr real aus. Aber hier muss man keine Spoiler einstellen, um ein Rennen zu gewinnen. Hier muss man nicht im richtigen Moment bremsen. Die Pfeile hier auf dem Boden, die geben einem ein bisschen an, wie eng die nächste Kurve wird. Und insofern ist es hier alles halb so wild. Es soll einfach nur Spaß machen. Und ja, das tut es mir auf jeden Fall. Definitiv. Da habe ich gar keine Zweifel dran. Und die Kiste dreht sich wieder wie die Sau. Und die Grafik ist schon krass bombastisch aus, finde ich. Rot ist raus. Also ich bin noch drin. Habe ich da eigentlich zwei PC-Lüfter hinten im Auto stecken oder was ist das? Ich meine, ich kenne mich auch mit Autos so gut aus wie mit Herzoperationen. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich finde Autos toll. Und, aber mehr auch nicht. Das ist es, Horizon. Wir starten die Sommersaison mit dem besten Rennen aller Zeiten. Steuert auf Horizon. Wir werden wahrscheinlich auch gleich erstmal in die, wenn es hier vorbei ist, in die Optionen müssen, weil die konnte ich vorher noch nicht einstellen. Oh, jetzt fahren wir wieder den McLaren. Senna, den haben wir auch in echt. Oh, die Umstellung jetzt wieder von halbschnell auf rasend schnell. Okay. Und das ist auch ein Vorteil von Forza. Man kann, wenn man sich komplett verfranst hier, durchaus mal Y drücken und dann spult man zurück bis zu einem gewissen Punkt, wo man meint, man könnte hier wieder besser werden. Ja, und so schaut es auch aus. Ja, den haben wir ja schon live gesehen auf der Gamescom. Wer dazu nochmal einen Blick riskieren möchte. Ich habe ein Video zur Gamescom hochgeladen. Da könnt ihr euch die Kiste mal live ansehen. Die stand nämlich am Microsoft-Stand als Werbung für Forza Horizon. Ja, wie gesagt, ich fahre ziemlich gern Auto. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch alles labern soll. Ich fahre ziemlich gern Auto. Auch wenn ich nicht wirklich gut da drin bin. Und es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass wir hier das durchaus mal im Multiplayer spielen, weil ich habe eine Menge Kumpels, die das auch spielen. Und da das Spiel ja kostenlos im Xbox Game Pass drin ist, wird es auch eine Menge Leute geben. Oh, Alter, okay, hier spule ich nochmal zurück. Wird es auch eine Menge Leute geben, die das Spiel spielen werden von meinen Kollegen. Und da werden wir wahrscheinlich das ein oder andere Mal durchaus die Möglichkeit haben, das Ganze auch mal im Multiplayer zu sehen. Und da sind wir noch Erster geworden. Haha! Gut, aber hier geht es ja noch um nichts. Das war ja wirklich nur die Einführung. Und wir kriegen direkt einen Erfolg. Willkommen in Großbritannien! Komm auf dem Horizon Festival an. So sieht's da aus. Den müssen wir leider wieder abgeben, glaube ich. Tolle Vorstellung. Ich gebe mein Bestes. Sind alle da? Yep, alle da, Boss, und bereit. Super, okay. Ist Bro hier? Ja, der ist hier, der Super Bro. Wie sehe ich denn aus? Scheiße, wie sehe ich denn aus? Ich glaube, ich nehme hier unten den langhaarigen Bombenleger, oder? Sieht zwar aus wie so ein Schwiegersohn Junior, aber der Rest sagt mir so gar nicht zu. Gut, es ist auch unwichtig, weil die Fratze werden wir eh nicht so oft sehen. Schön, dich kennenzulernen. Bro. Ich bin Kira, die Festivalmanagerin. Du hast bei unseren Talentscouts wohl echt Eindruck gemacht. Ja. Das sieht nach einem ernsten Anwärter auf einen Platz im Kader aus. Rebecca ist ein ehemaliger Champion. Sie hilft mir bei der Leitung der Horizon-Straßenrennserie. Aufgeregt? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei Horizon. Ist etwas surreal, was? Ich lasse euch zweimal das erste Rennen vorbereiten. Viel Glück! Also schön,
Setzen wir dich hinter Steuer. Welches soll es sein? Na, ich glaube, ich wähle den TT, das S-Coupé. Obwohl das ja eigentlich auch eine geile Kiste ist, aber das ist eine Heckschleuder. Deswegen nehmen wir den TT, das ist ein Allrad. Genau das hätte ich auch genommen. Warum können wir ein andermal besprechen? Jetzt lassen wir dich erstmal losfahren. Sehr schön. Und einmal einsteigen, bitte. Schön. Okay, jetzt ist dein individuelles Nummernschild dran. Na los, lass deiner Kreativität freien Lauf. Na gut, wenn ihr das so sagt. Dann werden wir mal hier... Ob das alles so hinpasst, wie ich mir das denke. Warte mal, kann ich, was haben wir denn hier vorne noch? Oder nee, warte, ich weiß, was ich mache. Wir gehen jetzt mal so rum. Plakette braucht keine Sau, ey. So. Oder? Objekt 01. Du möchtest bestimmt ein Gefühl für dein neues Auto bekommen. Also habe ich dich für ein paar Veranstaltungen angemeldet. Wir sehen uns da. Alles klar. Dann fahren wir mal dahin. Fanrennen verfügbar. Route festlegen. Ein bisschen schwerfällig in der Kurve. Aber fährt sich gut. So. Ja, hallo, danke. Ja, Sci-Fi-Papi. Wer auch sonst? Du hast dein Ziel erreicht. Das sind aber alles jetzt KI-Fahrer, die ihr da seht, die da so rumcruisen. Dafür, um den Multiplayer zu wechseln, muss ich wirklich dann auch in den Multiplayer-Modus gehen. Zu weiteren Veranstaltungen eingeladen. Rennveranstaltungen starten. Ja, komm, das wir machen jetzt. Wir fahren jetzt erstmal ein paar Rennen, um warm zu werden. Ja, ansonsten fährt hier eine KI, die sich, und das ist, finde ich, ziemlich geil bei Microsoft, wenn die das schon mal gespielt haben, dann krallt sich die KI praktisch den Fahrstil von demjenigen und setzt es dann bei den anderen Leuten, wenn die spielen, bei den Freunden praktisch, in die KI um. Also wenn das ein Lahmarsch ist oder wenn er falsch bremst immer in den Kurven oder so, dann merkt sich die KI das. Also bei mir zum Beispiel wird es dann so sein, wenn andere fahren mit meiner KI oder gegen meine KI, die werden alle direkt in meinen ersten Platz machen, weil... Nein, nicht wieder hochschaukeln. Oh, Mann. Mach dich ab da, du komischer Audi, du komischer. Jetzt gib mir mal einen Blinker. Jetzt habe ich die Chance hier vorbeizuziehen. Yeah, Kubiak Gaming ist im Ziel. Erster Platz. So schaut's aus. Ihr Penner.
mit 2 Sekunden Vorsprung. Ja, das war praktisch. So, hier habt ihr mal ein paar von meinen Freunden. Die in meiner Freundesliste sind. So. Und wie sie klatschen. Ja, wie sie klatschen. Für dein erstes Rennen auf dem Festival war das echt nicht schlecht. Wie nicht schlecht? Erster geworden. Du bekommst eine Einladung für die nächste Runde der Horizon Straßenrennserie. Das war ziemlich gut sogar. Ich bin Erster geworden. Niemand fragt hinterher, wie. Hallo, ich bin Anna. Hallo, Anna. Deine automatisierte natürliche Navigationsassistentin. Ich zeige dir, was du auf dem Festival machen kannst und helfe dir dabei, Aktivitäten in ganz Großbritannien zu finden. So, um das nächste Rennen zu finden, können wir hier die Anna einschalten. Das ist unser Navigationssystem. Und, Okay, Bro. Ich habe deine Route zu einem neuen Rennen. Ich hab den Spitznamen geil gewählt. Bro. Bestimmt. Perfekt. So. Dann kannst du ja. Folgende Horizon-Sender sollten in deinem Radio voreingestellt sein: Horizon Park, Alter. Horizon Base Arena. Achso, wir sind ja in England. Ich muss ja links fahren. Ayopai. Such dir aus, was dir gefällt. In 200 Metern. So, wie schalte ich denn hier? Abbiegen. Radiosender um? Hier. Links abbiegen. Das ist meine Musik. Nein, Spaß. Aber das ist das Erste, was ich hier beim Autofahren gebraucht habe. Yeah, das ist XS und ich bin Mel. Heiß, oder? Sorry, ich will ja nicht zu diesen alten Leuten gehören, die ständig nur über das Wetter reden, aber... So, hier gehen wir erstmal einen Currywurst essen. Und den neuen Fahrradfiguren vorbeigefahren. Geh weg, geh weg, geh weg. Links, die Stufe hier. So, Veranstaltung einrichten. Fahrt mit runtergekurbeltem Fenster durch die Gegend. Wisst ihr was? Ich schau mal, ob ich ein Eis oder so finde. Ihr könnt ja so lange das hier hören. Ambleside Sprint. Na dann. Auf geht's. Und los. Geh weg! Geh weg! Alter, da rammt er mich in die Mauer, der komische BMW. So, hast du davon, Blödmann. Dieser Serpentinen. Nee, 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 Freund, du kommst nicht mehr vorbei. Bleibt mal schön hinter mir. Das mit der Fahrhilfe hier, mit dem Pfeil auf dem Boden, ich glaube, das kann man gar nicht ausstellen, aber also man kann höchstens die Farbe ausstellen, dass man sieht, wo man bremsen muss und so. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber mich werdet ihr ohne nicht sehen, weil sonst würde ich in jede... Also in jede Mauer reinfahren, nicht nur in die, die ich sowieso schon reinfahre. Das sieht auch wieder böse nach dem ersten Platz aus. Ich habe in der Schwierigkeit nichts umgestellt. Wir fahren hier auf einem guten, ja auf normal halt, glaube ich, auf einem Mittelmaß. Wie immer halt in den Spielen, was so voreingestellt ist. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut für mich. Wie gesagt, ich spiele es ja nicht hier, um irgendeine Herausforderung zu bekommen, sondern einfach nur, um ein bisschen Spaß zu haben. Und das Spiel halt, ja, zu genießen.
Unser Kontostand wächst und unser Einfluss wächst auch. Sehr cool. Okay, ich habe dich in die nächste Runde der Horizon-Straßenrennserie aufgenommen. So wie du fährst, ging das ja gar nicht anders. Aber sie geht erst im Herbst los. Kannst du dich bis dahin anderweitig vergnügen? Wir sind doch im Herbst, oder?